wird. Ordnungspunkt 9.6, Vorplatzgestaltung des Kulturpalastes. Ein Antrag der CDU-Fraktion. Herr Schmidt stellt ihn vor. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste. In den letzten Wochen war es etwas ruhig auf dem Kulturpalast-Vorplatz. Wir wissen alle, die Pandemie hat den Kulturpalast auch weniger Gäste beschert, um nicht zu sagen keine Gäste, weil die Bibliothek war geschlossen, die Philharmonie war geschlossen. Es fand kein Leben im Palast statt und damit auf dem Vorpalast natürlich auch nicht. In den nächsten Tagen soll es aber langsam wieder losgehen bei der Philharmonie. Die Bibliothek hat ja schon wieder offen. Und insofern wird sich dann auch auf dem Vorplatz wieder etwas mehr tummeln. Wir hoffen, dass dann entsprechendes lebhafte Treiben auch wieder losgeht, so wie wir es vor der Pandemie kennen. Leider bietet der Vorplatz in der derzeitigen Form allerdings wenig Aufenthaltsqualität. Es gibt kaum irgendwelche schattenspendende Elemente, sodass man sich im Sommer, wenn die Sonne lacht, in dem aufgeheizten Platz ungern aufhält, an den Brunnen, die da geschaffen wurden mit Sitzgelegenheiten. Es ist wenig Aufenthaltsqualität für die Bürger da. Mit unserem Antrag wollen wir das ändern. Wir möchten, dass es auf dem Vorplatz des Kulturpalastes künftig auch Bäume gibt, die für Schatten sorgen. Uns ist dabei bewusst, dass es bei der Umbauplanung schon Diskussionen über die Störung von Sichtachsen gab. Seitdem wurde allerdings immer wieder Kritik an der Vorplatzgestaltung geäußert. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt hatte in der Vergangenheit bereits einen Anlauf gestartet. Diesen Versuch hat die Verwaltung mit einem Ablehnungsschreiben seinerzeit abgebügelt. Wir fordern jetzt allerdings vom Oberbürgermeister einen Vorschlag zu erarbeiten, wie es mit einer Bepflanzung auf dem Kulturpalast-Vorplatz möglich werden kann. Wir wollen diesmal nicht wissen, dass es nicht geht, Frau Bürgermeisterin, sondern wir erwarten von der Verwaltung einen Vorschlag, wie es gehen kann. Mit dem Antrag, ich gehe in dem Fall jetzt nach dem eindeutigen Ausschussvotum von einer großen Zustimmung hier im Rat aus, können wir gleichzeitig noch ein anderes Problem lösen. Als der Antrag im Ausschuss war im Januar, gab es unter anderem auch die große Debatte um die Taxen auf dem Vorplatz. Und wir können mit diesem Antrag das Thema Taxen auf dem Vorplatz lösen. Wohl wissend, dass die Taxifahrer den Vorplatz nicht befahren dürfen, haben sie es in der Vergangenheit immer wieder getan. Denn sie verstehen sich als Dienstleister für ihre Kunden. Nachdem im Januar das Ordnungsamt durchgegriffen hat, hat die Taxigenossenschaft reagiert. Man lehnte seit diesem Zeitpunkt die Annahme von Vorbestellungen ab. Das ist ärgerlich für die Gäste, die am Abend nach dem Konzertbesuch gern mit dem Taxi nach Hause fahren wollen. Wir schlagen nun vor, dass wir für die Taxen in der Galeriestraße auf der dem Kulturpalast zugewandten Seite Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten schaffen. Sowohl Taxigenossenschaft als auch die Intendantin der Philharmonie haben mir berichtet, dass zur Abholung der Gäste regelmäßig ca. 30 bis 40 Taxen vorbestellt wurden in der Vergangenheit. Die stehen dann für 15 bis 20 Minuten entsprechend dort. Mit der Umsetzung unseres Vorschlages könnten die Taxen über die Schlossstraße einfahren, über die Rosmariengasse um den Kulturpalast herum und sich dann in der Galeriestraße bis in die Rosmariengasse entsprechend aufreihen, so wie wir das im klassischen Nachrückerprinzip vom Flughafen, vom Bahnhof oder auch von anderen Orten kennen. Lösung bietet für beide Seiten Vorteile. Die Fahrgäste haben einen kurzen Weg, die Taxifahrer begehen keine Ordnungswidrigkeit mehr und die Stadt hat relativ wenig Kosten, indem sie einfach nur ein paar Schilder umsetzen müsste. Ich habe im Januar ein relativ langes und konstruktives Gespräch mit dem Vorstand der Taxigenossenschaft geführt zu diesem Thema. Der Vorschlag wird dort sehr begrüßt. Man hat sich vor Ort auch noch mit der KID entsprechend die Möglichkeiten angeschaut. Auch da gab es Zustimmung zu dem Vorschlag. Und ich hoffe, dass wir am Ende auch heute Abend hier mit dem entsprechenden Votum aus dem Stadtrat herausgehen und die Verwaltung dann den Vorschlag so umsetzen kann, dass wenn dann im September hoffentlich die neue Saison der Philharmonie ganz normal wieder startet, wir eine finale Lösung für die Taxen an diesem Platz haben. Zu den Änderungsanträgen würde ich dann gegebenenfalls in der Fraktionsrunde noch mal kommen. An der Stelle aber abschließend noch der Dank an den Stadtbezirksbeirat, an die Kollegen dort, die sich in den vergangenen Monaten immer wieder für das Thema stark gemacht haben, allen voran unserem Kollegen Lutz Hoffmann, der insbesondere auch an der Lösung für die Taxen entsprechend mitgearbeitet hat. Vielen Dank. Vielen Dank. In die Fraktionsrunde als solches beginnen wir mit Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitte.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe CDU, lieber Herr Schmidt, die Sie uns diesen Antrag kurz vorgestellt haben. Bäume pflanzen ist immer gut, da sind wir uns einig. Und wir haben diese ganze Debatte um diesen Antrag auch sehr konstruktiv mit begleitet. Allerdings will ich ein bisschen diesen Zungenschlag, den Sie drauf hatten, mit Blick auf unsere Umweltbürgermeister und den Kräften. Sie glauben ja nicht wirklich, dass wenn Frau da Bäume pflanzen könnte, einfach so, dass sie das nicht machen würde. Sondern, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weswegen die Diskussion ja auch die ganze Zeit geführt wird, wir sind ja da an einem besonderen Platz, nämlich am Kulturpalast Vorplatz. Und Sie wissen ja, wir haben dieses Gebäude mit sehr viel Geld auch ganz hervorragend saniert. Und der Platz gehört nun mal zusammen in der Anlage auch mit dem Kulturpalast. Und deswegen hat der Ortsbeirat Altstadt ja auch sehr klug Ihnen die Brücke gebaut. Sie haben ja gesagt, es soll dort sozusagen gepflanzt werden, worüber man ja im Sinne nach auch einig ist. Aber man muss schon sehen, dass auch die Gestaltung mit den Brunnen, den Sitzelementen, die es da gibt, bis hin zu den Platten, die da auch verlegt wurden, im Zusammenhang mit dem Kulturdenkmal stehen. Und da müssten wir eher die Kollegin Klepsch befragen, wie sie das sozusagen denkmalpflegerisch jetzt umsetzt, weil das ist das eigentliche Problem. Genau, die ist nicht da, deswegen haben sie auf Frau Jeniken gezeigt. Wir haben immer gesagt, dass wir das natürlich unterstützen. Bäume, wie gesagt, pflanzen ist immer gut. Aber ich will noch mal auf dieses Problem auch hinweisen, denn das ist ja tatsächlich der Knackpunkt an der Sache. Wir haben schon länger darüber auch debattiert, an der Westseite des Altmarktes Bäume zu pflanzen. Dort hat die Verwaltung auch auf unseren Antrag Standorte gefunden. Die werden sicher dann, wenn das Geld mal da ist, auch umgesetzt werden. Die Frage ist eben jetzt sehr sorgfältig zu gucken, wo gibt es die Möglichkeit, die Baumreihe da zu komplettieren. Und da muss man natürlich das Denkmal Kulturpalast auch mit betrachten. Ich will noch auf ein kleines Paradoxon hinweisen. Wie gesagt, wir Grüne sind da immer dafür, dass man Bäume auch in der überwärmten Innenstadt natürlich pflanzt. Aber der große Teil dieses Stadtrates hat mit dem Beschluss zum Hotel Stadt Rom auch beschlossen, dass er die neuen Stieleichen, die da wachsen, ganz unschuldig seit Jahren auf diesem Platz, nämlich wieder auspflanzt. Das ist 100 Meter weg. Ja, also wir haben sozusagen neuen Stieleichen, sehr glücklich wachsend. Und die kommen weg und dann kommen die dahin. Vielleicht aber ist das, habe ich mir vorhin so gedacht, eine ganz gute Kompromisslösung. Und am Ende sind es die Stieleichen, die wir dann, ja, die wachsen hoch wie die Fahnenmasten der DDR, die da noch stehen. Die wurden ja sozusagen als politisches Symbol auch dahin gepflanzt. Ja. Aber sie gehen in die Höhe und die Stieleichen gehen auch in die Höhe. Keine Ahnung, wir werden das bedauern, wenn die Bäume da wegkommen. Und sie werden ja wohl wegkommen nach Stadtratsbeschluss. Insofern, das ist mal eine Anregung. Vielleicht kann man mit diesen neuen Stieleichen dann sozusagen da was machen. War ja nur eine Idee, Kollege Lichti. Ansonsten stimmen wir dem Antrag natürlich zu und hoffen, dass die Verwaltung jetzt in ihrer Weisheit es ermöglicht, die Belange des Denkmalschutzes und die berechtigten Interessen, dass man diesen Steinplatz, und das gebe ich Ihnen recht, der ist im Sommer natürlich, wenn die Sonne voll drauf scheint, sehr stark überwärmt, dass man diese Interessen zusammenbekommt und dass man da an sich da auch einen Beitrag zur Aufenthaltsqualität im Sommer weiter leistet. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist die AfD-Fraktion. Herr Laczynski bringt auch den Änderungsantrag dabei ein. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wir unterstützen den Antrag vom Kollegen Schmidt, den triftwirkenden Vorplatz des Kulturpalastes zu begrünen. In diesem Punkt sind sich wahrscheinlich auch alle in diesem Raum hier einig. Der Umstand, dass es aber zum Beschlusspunkt 2 insgesamt 3 Änderungsanträge gibt, zeigt, dass der hier vorgeschlagene Lösung für den Taxistand an der Schlossstraße, den Taxistand an der Schlossstraße auf die Galeriestraße zu verlegen, aus Sicht einiger Stadträte nicht unbedingt als die optimale Lösung erscheint. Die Verlegung führt zwar zu einer Veränderung, ist aber nicht die Verbesserung, die für die Taxifahrer und Kulturpalastgäste dringend benötigt wird. Denn egal, ob die Taxis links oder rechts neben dem Kulturpalast stehen, die Probleme sind die gleichen. Erstens, die Kapazitäten des Taxistandes sind bei Weitem nicht ausreichend, um nach Ende einer Vorstellung im Kulturpalast alle potenziellen Fahrgäste mit einem Taxi zu versorgen. Zweitens, die Konfliktsituation mit dem Schwerverkehr, welche oft schon vor Veranstaltungsende zur Andehnung des Kulturpalastes in die Rosmariengasse ein- und ausfährt, bleibt unverändert bestehen. Und drittens, insbesondere schwerbehinderte Menschen haben von der Garderobe im Foyer einen weiteren Weg zu Fuß zurückzulegen, um ihr Taxi zu erreichen.
Anstatt hier also etwas zu verändern und dabei kaum eine Verbesserung bzw. nur eine geringfügige Verbesserung zu erreichen, sollte die Stadtverwaltung sich nochmal ernsthaft Gedanken machen, wie hier eine echte Verbesserung erreicht werden kann. In diesem Kontext ist es natürlich eine Rücksprache mit der Taxigenossenschaft zwangsläufig erforderlich und das sollte selbstverständlich sein. Während des Knöllchen-Skandals Anfang dieses Jahres waren die Signale von Seiten der Taxigenossenschaft eindeutig. Die größte Verbesserung würde erreicht werden, wenn das Warten der Taxis auf dem Kulturpalast-Vorplatz ermöglicht werden würde. Uns ist bewusst, dass von Seiten der Stadtverwaltung hier der Brandschutz als Totschlagargument angeführt wird. Wir sind jedoch überzeugt, dass bei einer derartigen Platzgröße durch organisatorische Maßnahmen problemlos möglich sein sollte, die Belange des Brandschutzes zu berücksichtigen und gleichzeitig die benötigte Platzkapazität für das kurzzeitige Stoßgeschäft nach Veranstaltungsende zu gewährleisten. Mit diesem Prüfauftrag möchte ich die Stadtverwaltung nochmals beauftragen, bei dem Anliegen der Taxigenossenschaft nochmal ernsthaft nach Lösungen zu suchen und nicht gleich von vornherein abzublocken, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Linke, Herr Wirz. Diesmal ist der Alarm echt, ne? Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was wir hier vorliegen haben, ist ein ganz kurzer Antrag. Wir ärgern uns ja oft, wenn die Verwaltung sehr lange braucht, unsere Anträge zu bearbeiten. Besonders lange dauert es natürlich, wenn Kalk und Mörtel angerührt werden, wenn Bäume groß werden müssen. Der Antrag stammt vom April 2019, dann ist er im Januar diskutiert worden. Jetzt liegen nochmal drei Änderungsanträge vor. Ich erwarte dann mal irgendwann, dass wir uns einen Antrag schreiben, im Prinzip Dinge zu vereinfachen, die Verwaltung zu entbürokratisieren, das dann auch sozusagen einem Gewirr von Änderungsanträgen ändert. Und dass wir dann sozusagen gar nicht das gute Beispiel dafür sind. Das nächste ist so ein typischer Stadtratsantrag, wo ganz viele Fraktionen gute Ideen haben und noch so ein bisschen im Prinzip an diesem Anliegen, dem Vorplatz vom Kulturpalast, ihre Duftnote absetzen wollen. Herauskommt dann wieder im Prinzip dieses Prinzip der schlauen Bauerntochter, der schlauen Müllerstochter, also man nicht gefahren und nicht auf dem Weg und jenseits des Weges und nicht angezogen und doch angezogen. Also wir möchten eine Fußgängerzone, die mit Taxis befahren werden kann, möglichst auch noch beparkt werden, mit Bäumen, die Fassade des Kulturpalastes nicht verdecken. Und dann schwirrt das in den Ämtern, den Leuten, diesen armen Sachbearbeitern auf den Schreibtisch und die müssen das planen. Und dann kommen Planungsbüros und die sagen, ihr habt eine Meise, wie sollen wir denn das machen? Alles miteinander geht nicht. Es haben sich hier im Prinzip auch eine Fraktion, die ich nicht namentlich nenne jetzt, ich will es also auch anonym und sachlich machen, nicht, dass es heißt, ja, ich würde hier im Prinzip parteilich vorgehen, sich für Parkplätze jetzt davor ausgesprochen vor dem Kulturpalast. Die Parkplätze sind natürlich vollkommen kontraproduktiv. Weil dieser Kulturpalast-Vorplatz ist ja, wenn man dort ist, ein Aufenthaltsplatz. Dort sitzen Leute herum, die freuen sich an den Wasseranlagen, die treffen sich, die essen Eis, die lesen die Bücher, die sie in der Bibliothek ausgeborgt haben, sie genießen die Pause, wenn dort die Philharmonie gespielt hat. Also ein wunderbarer Platz, wo die Leute verweilen und Autos würden dort wirklich stören. Und außerdem hat man mal, das kann man jetzt nicht mehr so gut sehen, wer vielleicht nicht so lange in der Stadt ist und die Stadt nicht kennt, es gibt unter diesem Altmarkt und unter dieser Wilsdrufer Straße gibt es so einen ganz großen Keller, da stehen ganz viele Autos drin. Deswegen frage ich mich, was wollen wir noch mit Parkplätzen vor dem Kulturpalast? Und deswegen kann mir jetzt auch keiner vorwerfen und böse sein. Ich würde jetzt empfehlen meiner Fraktion, die dem auch folgen wird, der Linken, dass wir diesen Antrag ablehnen, weil wir ihn einfach sachlich ihm nicht folgen können. Es gibt genug Parkplätze in diesem Parkhaus. Das Parkhaus ist auch direkt und barrierefrei mit dem Kulturpalast verbunden. Insofern ist es kein Problem. Ein gewisses Problem stellen natürlich die Taxen dar. Und es wäre natürlich schon schön, wenn im Prinzip im Ausnahmefall bei Veranstaltungsende gerade auch mobilitätseingeschränkte Personen die Taxen am Eingang schnell erreichen können, dass sie nicht weit gehen müssen, dass sie im Prinzip leicht ihre Mobilität dort wahrnehmen können. Deswegen werden wir auch diesem Antrag zustimmen, ob dort kurzfristig oder diesem Änderungsergänzungsantrag, ob dort kurzfristig eine Möglichkeit geschaffen werden kann, die Taxen eben ranfahren zu lassen. Da sind wir also ganz offen dafür. Auch dem Antrag, der hervorliegt, dass eine mögliche Änderung, eine verkehrsrechtliche Anordnung oder eine gewisse Möglichkeit, wie dort eben Taxen im Prinzip ihre Kundinnen und Kunden erreichen, ihre Fahrgäste erreichen, dass wir das gemeinsam mit der Taxigenossenschaft machen, auch dem werden wir gerne zustimmen, es reichert diesen Antrag an und sagen natürlich auch ganz klar,
Das ist im Bauausschuss diskutiert worden. Am Ende wird die Denkmalpflege im Prinzip die Geltung des Kulturpalastes eine Rolle spielen, aber im Prinzip muss man auch hier im Prinzip Kompromisse machen zwischen im Prinzip dem einer Fassade, die zur Geltung kommt, und auch dem Bedürfnis, gerade auch im Zeichen des Klimawandels, diesen Platz zu verschatten, ihn zu begrünen, ihn zu kühlen und dann auch wieder für die Menschen, die dort eben Eis essen, ihre Pause genießen in der Philharmonie oder auch im Prinzip sich dort einfach treffen, die Bücher lesen, die sie aus der Bibliothek geholt haben, dass die dann auch ein bisschen kühleres Klima haben, dass sie im Prinzip im Schatten sitzen. Auch dem können wir viel abgewinnen, also stimmen wir auch diesem Antrag in Gänze vor und freuen uns darauf, dass dieser Platz im Prinzip weiterentwickelt wird unter Beachtung eben der Dinge, die wir genannt haben. Sie merken, ich fange meine Rede schon wieder von vorne an, später bei den Sprachbildern, mit denen ich angefangen habe. Insofern danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden in dem Sinne abstimmen. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion, Herr Kanewski. Nein. FDP, Herr Zastrow. Sie bringen auch den Änderungsantrag ein. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Der Kulturpalast ist ja wirklich ein Schmuckstück geworden. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, den zu sanieren. Freue mich auch, dass wir das gemacht haben. War auch ein Herzensanliegen von unserer Fraktion. Wer sich noch erinnert, weiß, dass wir damals eine Initiative gestartet haben und da ging es genau um diesen Vorplatz, den im Zusammenhang mit der Sanierung des Kulturpalastes zu gestalten. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der eigentlich so, wie er ist. Der passt architektonisch genau dazu. Herr Löser hat das auch richtig zusammengefasst. Man kann da sicher prüfen, ob man Bäume hinsetzt. Ich habe aber eine Sympathie auch für den Platz, so wie er jetzt ist. Damals haben die Leute sich was gedacht. Das ist ein städtebauliches Ensemble und nicht überall muss ein Baum hin und nicht überall ist er auch gut. Wenn ich Dinge wie Denkmalschutz und Platzgestaltung betrachte, dann, also ich denke, das muss man bewerten. Wir können trotzdem damit leben, dass man das mal prüft. Ich befürchte nur, es wird keine bessere Lösung geben. Die Lösung, die wir jetzt haben, ist perfekt, weil wir dort an dieser Stelle zum Glück mal wieder richtige Springbrunnen haben. Wir haben hier dieses Plätschern und dieses kleine Rinnsale, die irgendwo rumlaufen. Das, was man modern in den 90er Jahren zum Beispiel so furchtbar auf dem Altmarkt gemacht hat, wer das kennt, wo nie einer weiß, ob das jetzt Kunst ist, ob es kaputt ist. Aufenthaltsqualität hat es nie. Sondern diese alten Ostbrunnen, die man saniert hat, die sind tatsächlich richtig gut. Und da freue ich mich, dass wir da richtige Fontänen haben. Und wenn du dort sitzt, das mache ich ab und zu, hast du auch eine Erfrischung. Und das hat, glaube ich, mehr Wert als jetzt ein Schatten bei so einem Baum. Und ich finde persönlich, dass das eigentlich sehr gelungen ist, zusammen auch mit diesen Masten, zusammen auch mit den Platten und allem, was dazugehört. Ich werbe deswegen dafür, dass wir doch den ursprünglichen Gedanken des Platzes aufgreifen und auch an die Funktionalität des Kulturpalastes uns erinnern. Und deswegen wollen wir eben den Punkt 2 ändern. Und zwar Punkt 2 soll lauten, unserem Änderungsantrag zu prüfen, wie ein temporäres Parken für Taxis auf dem Vorplatz des Kulturpalastes zur Abholung der Veranstaltungsgäste kurzfristig rechtskonform ermöglicht werden kann. Die Verlegung des Taxistandes ist viel zu wenig. Tut mir leid. Das reicht überhaupt nicht aus. Taxis sind auch Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Die gehören da genauso mit dazu. Die Taxiordnung beschließen wir hier auch im Stadtrat. Und sie sind auch ein wichtiges Transportmittel für ganz viele, die die Veranstaltung besuchen wollen. Und die Taxis kommen ja auch nur zu den Veranstaltungen zum Kulturpalast. Und dort das zu machen, was ursprünglich geplant war, nämlich dass sie auf dem Platz fahren können und dort abholen können, das ist unser Ziel. Ich erinnere daran, das haben wahrscheinlich die allermeisten nicht mehr so ganz vor Augen, an die ursprüngliche Vorlage aus dem Jahr 2013, als es genau um die Herstellung der Freiflächen nämlich ging. Da steht drin, ich zitiere, neben seiner Funktion als repräsentativer Vorplatz für den Kulturpalast und Teilraum des Altmarktes wird der Vorplatz weitere Nutzung aufnehmen, wie die Vorfahrt von Taxis, in Klammer 25 bis 30, im Zuge von Veranstaltungen im Kulturpalast und gelegentliche andere Veranstaltungen auf der Platzfläche selbst. Im Umfeld werden Taxi Stellplätze und Behindertenstellplätze eingeordnet. Das ist das, was wir uns damals bei der Sanierung des Kulturpalastes und des Vorplatzes gedacht haben. Davon möchte ich nicht abrücken. Wenn Sie eine intelligente Lösung mit den Bäumen hinkriegen, von mir aus. Aber das geht um die Funktionalität an dieser Stelle. Und deswegen werbe ich sehr, dass Sie unserem Änderungsantrag zustimmen.
Ich will nur daran erinnern, die Taxigenossenschaft, die Taxiunternehmen, das ist auch keine kleine Gruppe. Wir haben alleine 1200 Fahrer in dieser Stadt. Die haben sie übrigens gerade auch nicht leicht. Sie sind auch wichtige Menschen, die unser Leben mit bereichern. Und den letzten Punkt noch, auf dem Vorplatz finden auch andere Veranstaltungen statt. Und wenn ich so an den Striezelmarkt, die Zukunft des Striezelmarkts denke, kann ich mir vorstellen, dass sich der Striezelmarkt irgendwann erweitern muss. Vielleicht auch im Zuge von Abstandsregeln und was da jetzt so alles kommen kann. Wenn er sich erweitern muss, wohin wird er das tun? Er muss es Richtung Kulturpalast tun. Er ist es ja jetzt schon. Man hat seit letztem Jahr, glaube ich, das Stollenfest, macht man auf dem Vorplatz. Es ist eine Eventfläche und dafür muss sie bestimmte Funktionalitäten haben. Die sollten wir auch nicht zu sehr einschränken. Deswegen, wir können zustimmen, wenn man auch unserem Änderungsantrag zustimmt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zastrow. Freie Wähler, das Wort gewünscht. Nicht der Fall. Dann Herr Dr. Schulte-Wissermann hat auch einen Ergänzungsantrag. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, liebe Menschen, die in der Halle sind und im Stream. Lassen Sie mich so beginnen. Ich freue mich sehr über diesen Antrag. Ich freue mich sehr, dass die CDU ihn eingereicht hat, wirklich, weil er nämlich einen Erkenntnisgewinn bringt. Der Erkenntnisgewinn ist eigentlich gar nicht so schwierig, und zwar, dass es in der Stadt wichtig ist, dass man Aufenthaltsqualität hat und dass da, wo Ziele sind, wo Menschen hingehen in der Stadt, dass man sich da gerne aufhält, weil wenn ich irgendwo hingehe und der erste Eindruck ist schon mal nicht gut, ich will mir ein Konzert anhören, aber es ist windig oder ich werde nass geregnet oder es ist so heiß, dass ich umfalle, das ist nicht schön. Und deswegen gehen wir doch mal einfach durch, wo fahren wir in Urlaub hin, was machen wir? Wir haben die Städte, die Orte gerne, wo Aufenthaltsqualität ist. Und deswegen freue ich mich sehr über diesen Antrag. Eine kleine Ergänzung habe ich dann noch dazu, sie wurde schon angesprochen. Ich möchte noch den zweiten Punkt, den mit dem Taxistand, einen Satz gönnen. Die Planung der Verlegung des Taxistands soll in enger Absprache mit der Taxigenossenschaft erfolgen. Ich finde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn die Taxifahrerinnen, die müssen natürlich auch mitreden können, wie dann ihr Arbeitsplatz, also das Parken, geregelt wird. Und wir haben ja heute auch schon lang und breit darüber geredet, wie schön es ist, wenn man im Konsens etwas macht, bei den Kleingärten, und das sollte man bei den Taxis wahrscheinlich auch tun. Die haben übrigens noch viel mehr Sorgen und auch viel mehr Vorschläge. Vielleicht könnte man da ja mal auch eine Initiative hin machen. Zum Schluss ein Wort zu der Idee von der FDP mit den Taxis vor dem Kulturpalast. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Wenn wir Stadträte ein-, zwei-, dreimal im Jahr dort zu irgendeiner Festlichkeit mit eingeladen werden, dann steht meistens vor dem Kulturpalast irgendein Audi A8 oder irgendein riesiges Auto und herauskrabbelt dann irgendjemand aus dem Landtag oder aus dem Bundestag oder von irgendwo. Und das Auto steht die ganze Zeit, 3-4 Stunden lang, direkt vorm Kulturpalast, als ob es nicht anders wäre. Und neben dem Auto stehen nochmal 2 Polizeiautos. Wenn also es möglich ist, für Polizeiautos und für schwere Limousinen dort 3-4 Stunden zu parken und dabei halt den Fahrer von dem Dienstwagen da warm zu halten, wenn das möglich ist, dann müsste es eigentlich auch möglich sein, dass man da irgendwie Taxis zumindest halt für die 15 Minuten, wenn das Konzert aufgehört hat oder bevor es anfängt, drüber fahren lässt. Das sollte man zumindest prüfen. Also Zustimmung von mir, Zustimmung für die FDP und Zustimmung für das ganze Ding. Ich würde mich auch freuen, wenn meine Ergänzung ebenfalls eine Zustimmung bekäme. Dann hätte die Piraten hätten das die Welt noch ein wenig hübscher gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hatte noch eine Wortmeldung von Herrn Schmidt. Der wollte gerne noch mal nach den Änderungsanträgen sprechen. Sonstige Wortmeldungen nehme ich nicht. Dann können wir das gleich als Schlusswort
des Antragstellers auch nehmen. Bitte sehr. Genau, nochmal ganz kurz nur zu ein paar Dingen, zu den Änderungsanträgen und zu ein paar Worten aus der Debatte. Herr Löser, die Frau Jenigen habe ich deshalb angesprochen, weil das Ablehnungsschreiben, was der Stadtbezirksbeirat bekommen hat, aus ihrem Geschäftsbereich gekommen ist. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass die Frau Klepsch vielleicht die richtige Ansprechpartnerin wäre für das Thema Denkmal, aber das Ablehnungsschreiben zum, nach meinem Kenntnisstand, war es von Ihrem Geschäftsbereich. Gut, okay, dann entschuldige ich mich ganz offiziell bei Ihnen, habe ich die falsche Bürgermeisterin angesprochen. Das Thema Stieleichen, gerne. Also ich hätte damit überhaupt kein Problem, die Stieleichen zum Beispiel auf den Vorplatz zu nehmen, ist halt nur die Frage Höhe. Da hinten der Kollege Lichti, der feiert schon wieder. Die Höhe der Bäume wird wahrscheinlich ein Problem sein. Aber mir wären die durchaus recht. Das wäre eine gute Verwendung für die Stieleichen. Können wir gern prüfen. Die stehen da nicht gut, Frau Kollegin, weil da kommt ja was anderes hin an die Stelle. Herr Laczynski, zum Thema Aufreihung der Taxen. Ich habe vorhin gesagt, Taxikapazitäten. Sie haben gesagt, Taxikapazitäten würden nie reichen, wenn wir die Verlegung machen. Wir haben im Ausschuss lang und breit darüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen. Ich habe das auch mit der Taxigenossenschaft besprochen. Die Taxen sollen über die Schlossstraße reinfahren, durch die Rosmariengasse um den Kulturpalast herum und sich dann in der Galeriestraße aufreihen. Und natürlich stehen dann in diese vorbestellten 30 Taxen oder 40, wie viel auch immer, stehen dann eben in diesen 15 Minuten bis in die Rosmariengasse und rücken dann entsprechend nach. Das ist in der Zeit möglich, auch das habe ich mit Frau Roth besprochen, weil die Schwerlasttransporte, die für die Kultur benötigt werden, die stehen auf der Fläche, die direkt am Palast hinten dran ist und dahinter gibt es eine doppelte Fahrspur. Das funktioniert. Und wenn die entsprechend nachrücken, wie gesagt, ist das überhaupt kein Problem. Das andere, was Sie angesprochen haben, Wege für Schwerbehinderte würden länger werden. Die werden nie länger, sondern die werden kürzer durch unseren Vorschlag, weil die Leute dann nämlich von der Garderobe direkt durch den Seiteneingang nach draußen gehen. Und der Weg ist deutlich kürzer, als wenn sie durch das gesamte Foyer laufen müssen. Also auch da ist der Vorschlag tatsächlich ein sinnvoller Vorschlag. Auf dem Vorplatz zu parken, Herr Zastro, oder die Taxen auf dem Vorplatz halten zu lassen, wollen wir ja genau deshalb nicht machen, weil erstens wollen wir da Bäume hinhaben. Wie wollen dann die Taxen durch die Bäume durchfahren? Das wird schon mal schwierig. Müssen wir also entsprechend größere Abstände schaffen oder was auch immer. Dann haben wir möglicherweise die Verschattung nicht mehr, die wir wollen. Zum anderen haben wir das Thema Sicherheit. Das ist ja genau der Grund, warum momentan dort eigentlich die Taxen auch nicht stehen dürfen. Dass auf dem Vorplatz die Leute, die zur Haltestelle gehen oder zu ihren Fahrzeugen in der Tiefgarage stehen oder wo auch immer hin, dass die entsprechend sicher sind, wenn sie das Haus verlassen. Und zum Thema Brunnen, die Brunnen auf dem Vorplatz, Herr Zastro, die sollen natürlich da stehen bleiben. Die will ich nie antasten. Das klang jetzt irgendwie so, als ob Sie die irgendwie weggeplant sehen, wenn da Bäume hinkommen. Also die Brunnen sollen bleiben, ganz klare Aussage. Zu den Änderungsanträgen ganz kurz. Der AfD-Antrag sieht letztlich irgendwelche baulichen Veränderungen wieder vor. Wir haben jetzt erst die Berechnung, mögliche bauliche Veränderungen. Wir haben gerade die Berechnung bekommen, was der Altmarktumbau neuerdings nun doch kosten soll. Ich glaube, da sollte man jetzt tatsächlich mal einfach die Möglichkeiten nutzen, die da sind, die relativ preiswert sind. Und das wäre unser Vorschlag. Deswegen werden wir den Änderungsantrag ablehnen. Den FDP-Antrag, wie gesagt, der zerschießt eigentlich das eigentliche Ziel. Werden wir entsprechend auch ablehnen. Den Antrag von Herrn Schulte-Wissermann, dass man die Taxigenossenschaft mit einbindet, bin ich gern dafür, können wir machen. Ich habe mit denen gesprochen, wie gesagt, aber es tut sicherlich auch nicht schaden, schadet nie, wenn die Verwaltung nochmal die Genossenschaft mit einbindet. Ich habe dann nur den Wunsch an die Verwaltung, das kann ich, wer jetzt dann dafür zuständig ist, dass es dann nicht dazu führt, dass wir irgendwie noch 3 Jahre brauchen, bis wir eine Lösung haben, sondern dass es tatsächlich vielleicht jetzt über die Sommerpause umgesetzt wird. Das wäre mein Wunsch. Gut. Danke. Vielen Dank. Wir treten damit ins Abstimmungsverfahren ein. Wir haben neben dem federführenden Ausschussbericht 3 Änderungsanträge, die von der rechtlichen Würdigung eher als gleichrangig zu sehen sind, auch wenn sie unterschiedliche Ziele haben. In der Reihenfolge des zeitlichen Einganges sind es der Änderungsantrag der FDP, dann von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und von der AfD. Ich würde sie in der Reihenfolge dann abstimmen und dann eventuell den geänderten oder ungeänderten federführenden Ausschussbericht.
Ich rufe zunächst zur Abstimmung den Änderungsantrag der FDP-Fraktion und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist dieser bei 32 Ja-Stimmen und 35 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen zum Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 67 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen, ohne Enthaltung angenommen. Mit dem Auszählungsergebnis zufrieden, Herr Dr. Schulte-Wissermann? Gut. Ich wollte nur sicher gehen und eine Stadtratsanfrage in der nächsten Sitzung ersparen. Wir kommen schließlich zum Änderungsantrag AfD. Wer diesem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 12 Ja-Stimmen, 48 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen dann um den durch den Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann modifizierten Bericht des federführenden Ausschusses und damit zur Schlussabstimmung. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen für die Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 62 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und einer Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 9.6 absolviert.